In diesem Lernvideo lernst du alles über die Rechtschreibstrategie Schwingen. Die Fragestellung lautet daher: Wobei hilft die Rechtschreibstrategie Schwingen? Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung, was du in den Videos zum Thema Silben schon gelernt hast. Du weißt, dass Wörter aus Buchstaben bestehen und Buchstaben beim Sprechen zu Lauten zusammengezogen werden. Aus den Lauten werden beim Schreiben Silben gebildet und aus den Silben werden Wörter gebildet. Du weißt auch, wie man die Silben eines Wortes erkennt und was der Silbenkönig ist. Ebenso hast du alles Wichtige über den Aufbau von Silben erfahren und kennst den Unterschied zwischen einer offenen und einer geschlossenen Silbe. Und du hast bereits gelernt, was ein Diphthong ist. Am Beispiel des Wortes Lastkraftwagen zeige ich dir noch einmal, wie das Schwingen funktioniert. Du sprichst alle Silben des Wortes deutlich und zeichnest unter jede Silbe einen Silbenbogen. Lastkraftwagen. Der Silbenbogen endet genau an der Silbengrenze zweier benachbarter Silben. Hier kannst du auch die Silbengrenze genau einzeichnen. Durch Schwingen machst du Silben und damit Laute sichtbar. Jetzt kannst du alle Buchstaben beim Lesen und Schreiben einer Silbe zuordnen. Ich zeige dir noch, bei welchen häufigen Rechtschreibfehlern das Schwingen besonders hilft. Grundsätzlich hilft das Schwingen beim Lesen, Schreiben und bei schwierigen Wörtern. Es hilft, lange oder schwierige Wörter zu lesen und zu schreiben, weil du jetzt Silbe für Silbe lesen und schreiben kannst. Wie zum Beispiel bei dem Wort Spielverzögerung. Das Schwingen hilft auch, Doppelkonsonanten zu erkennen und richtig zu schreiben, wie zum Beispiel bei dem Wort Wasser. Weitere Doppelkonsonanten sind mm, nn, ck, tz und ff. Und du lernst beim Schwingen, dass manche Silben anders ausgesprochen als geschrieben werden. Man schreibt sp, spricht aber Spinne. Auch das Wort Bäcker wird mit ck geschrieben, obwohl kk klingt. Ebenso das Wort Katze, bei dem anstelle eines TZ ein ZZ erklingt. Du schreibst häufig ST, SP, QU, aber sprichst Stein, Spinne oder Qualle. Auch CK wird zu KK wie bei Bäcker und TZ wird zu ZZ wie bei Katze. Stoppe jetzt das Video und fasse die wesentlichen Lerninhalte zusammen. Schaue erst danach das Video weiter und vergleiche deine Zusammenfassung mit der im Video. Fassen wir zusammen, was du bislang über die Rechtschreibstrategie Schwingen gelernt hast. Schwingen hilft, die richtigen Buchstaben und Laute zuzuordnen und die Laute in Silben zusammenzufassen. Schwingen hilft beim Lesen, Abschreiben und Schreiben. Schwingen hilft, Fehler wie doppelte oder vergessene Buchstaben zu vermeiden. Und beim Schwingen werden die Silbengrenzen deutlich. Wenn du jetzt alle Lerninhalte verstanden hast, dann weißt du, wie man mit der Rechtschreibstrategie Schwingen Fehler vermeidet. Wenn du noch Fragen hast oder die Lerninhalte unklar sind, dann kannst du das Video noch einmal schauen, Übungsaufgaben machen oder deine Lehrer fragen. Dieses Video ist urheberrechtlich geschützt.